Ich darf euch auch grüßen von heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Ich freue mich, dass ihr auch so zahlreich da seid und dass ich da sein darf, dass man sich mal wieder sieht. Ja? Ich freue mich auch gleich aufs Mittagessen, kann man ein bisschen uns unterhalten. Und dann haben wir ein bisschen Austausch und Wiedersehen. Wir steigen mal direkt ein da in den Bibeltext ohne lange Vorrede. Wir haben ja vom Hermann schon die ersten Verse gehört, so ein bisschen, dass man den Gesamtzusammenhang auch hat. Und ich ergänze mal noch so bis zum Vers 16, also Hebräer 4 von Vers 12 bis Vers 16. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist aber alles bloß und entdeckt oder aufgedeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Von dem reden wir. Dieweil wir einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasst uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der ja auch versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Oder rechtzeitige Hilfe, sagt die Elberfelder Bibel. Ja? Aus dem Text ist mir der hohe Priester, der hat mich so angesprungen. Der Text ist mir vorgegeben worden. Ja? Also ich kann nicht dafür gewähren, ja, sondern ich habe mir den nicht ausgesucht, sondern den ist mir, die Brüder haben den gebeten, dass wir darüber nachdenken. Freue ich mich sehr drüber. Dieses Thema hoher Priester, das hat mich interessiert. Interessiert mich sowieso schon die ganzen letzten Monate, auch dieses ganze jüdische Umfeld der Bibel. Aber der Hebräerbrief sagt an anderer Stelle was ganz Interessantes. Der sagt nämlich, wo sich das Priestertum geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Und das war Ketzerei. Denn Paulus hat man vorgeworfen und hat gesagt, du redest wieder diese Stätte und wieder das Gesetz. Das waren die zwei Punkte. Du redest wieder den Tempel und wieder das Gesetz. Und das macht der Hebräerbrief hier auch. Der sagt, wo sich das Priestertum geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Welches Gesetz denn? Das Gesetz von Mose, das Gesetz vom Sinai. Muss sich ändern. Worein denn? In das Gesetz Christi. In das Gesetz des Geistes. Jakobus sagt, in das Gesetz der Freiheit. Da möchte ich heute gedanklich mit euch hin. Das ist mal so der Sprung ans Ende von der Predigt, wenn Gott will, dass wir da hinkommen. Ja? Was ist das Gesetz der Freiheit? Was ist das Gesetz Christi? Was ist das Gesetz des Geistes? Im Unterschied zum Gesetz des Mose. Wozu hat uns Christus befreit? Und um es noch konkreter zu machen und euch ein bisschen so die Sinne dafür zu öffnen, worum es eigentlich heute geht. Wir sollen nicht das Gesetz des Mose halten, sondern wir sollen Christus darstellen. Ja, das mal wert, drüber nachzudenken. Und um es noch härter zu formulieren, wir sollen nicht die 10 Gebote halten, sondern wir sollen Christus darstellen im Fleisch. Warum? Weil wir zu ihm gehören. Weil wir ja wiedergeboren sind, weil eine neue Natur in uns ist, weil wir sein Leib sind. Die Gemeinde ist sein Leib. Ja? Und deswegen ist unsere Aufgabe, nicht das mosaische Gesetz zu halten. Ich komme da gleich nochmal drauf. Denn das können nicht mal die Juden. Das geben die Rabbiner auch zu, dass sie höchstens 20% des Gesetzes halten können. Warum? Weil die keinen Tempel mehr haben. Die haben keinen Tempel, die haben kein Opfer und die haben auch keinen hohen Priester. Aber wir haben heute Morgen gelesen, wir haben einen hohen Priester. Wir haben ein Opfer. Wir haben Reinigung von unseren Sünden.
Und alles das in Jesus Christus. Und wir sind ein Tempel. Alles das, was die Juden seit 2000 Jahren vermissen, das haben wir alles in Christus. Ja? Das ist so der Gedanke, wo ich gerne ein bisschen mit euch hin will. Was ist das, das überhaupt, dieses Gesetz des Geistes? Was meint er? Was heißt Gesetz der Freiheit? Wovon hat uns Christus befreit? Wir sagen ganz oft, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Genau, das ist der Punkt. Ja? Jetzt sagen aber viele, ja gut, aber die 10 Gebote gelten aber doch auch für uns. Es sind so Fragen, die immer, ich diskutiere mit meiner Frau da seit Monaten drüber. Ja? Und beim Frühstückstisch muss sie dann immer ertragen, wenn ich dann runterkomme und sage, Anja, ich glaube, wir haben nur noch 9 Gebote. Dann guckt die mich ganz groß an, ja, trinkt mir erst einen Kaffee und dann geht es dann los. Dann sagt sie, wieso? Naja, eins der 10 Gebote war doch, du sollst den Feiertag heiligen, sollst den Sabbat halten, ja? Jetzt sagt der Paulus aber im Galaterbrief, einer hält alle Tage gleich, und zwar von Montag bis Freitag, und der andere hält einen Tag vor dem anderen. Ist das Sabbatgebot aufgehoben? Oder gilt das jetzt noch? Was ist überhaupt mit dem Gesetz des Mose? Dürfen wir aus den 613 Gesetzen vom Sinai überhaupt die 10 Gebote rauslösen? Oder müssten wir nicht, wenn schon, dann das ganze Gesetz halten? Das ganze Gesetz mit den Opfervorschriften, mit den Vorschriften über Sklaven, mit den Vorschriften über die Ehe, über die Nachkommen, mit den Vorschriften über den Aussatz, mit den Vorschriften über die Reinigung, mit den Vorschriften über alle Opfer. Darf man die 10 Gebote aus dem Gesetz Gottes herauslösen und sagen, ja gut, die gelten für uns Christen, aber die anderen gelten für die Juden? Das ist eine Frage, oder? Ich glaube, dass man das nicht darf. Warum? Der Paulus sagt, wer auch nur ein Gesetz übertreten hat, der ist das ganze Gesetz schuldig geworden, oder? Das heißt, dass das ganze Gesetz ein monolithischer Block ist, den Gott gegeben hat. Ein Gebot hängt am anderen. Und wir dürfen nicht Teile davon nehmen und Teile weglassen. Entweder wir halten ganz das Gesetz oder wir sind ganz in der Gnade. Ja? Rosenius, wenn ihr das wisst, so ein skandinavischer Pfarrer, der hat ein Buch geschrieben, Gesetz und Gnade. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Petrus sagt, setzt eure Hoffnung ganz aufs Gesetz, nein, ganz auf die Gnade. Ganz auf die Gnade in Christus. Warum? Weil er uns erlöst hat. Weil wir an ihm hängen. Unser Gesetz ist nicht Buchstabe. Unser Gesetz ist eine Person. Ja? Das, was Jesus von uns will, das tun wir. Das, was Jesus nicht will, das tun wir nicht. Warum ist das denn so? Weil wir Gottes Geist haben. Weil Gott uns eine neue Natur gegeben hat. Und in dieser neuen Natur sollen wir auch leben und sollen wir wandeln. Und uns nicht wieder zum toten Buchstaben hinwenden. Versteht mich nicht falsch. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist nicht schlecht. Wir sind schlecht. Wir müssen da genau hinhören. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz muss auch gepredigt werden. Weil der natürliche Mensch, der in die Gemeinde Gottes kommt und dort hört vom Wort Gottes, der muss hören, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Wir haben heute Morgen im Auto über das Lügen gesprochen, wie schlimm die Lügerei ist in der Welt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Mensch, die Menschen müssen wissen, was Gott will in seinem Wort und in seinem Gesetz. Aber ein Mensch, der umgekehrt ist und der Buße getan hat, und ich verwende ganz bewusst dieses altmodische Wort Buße, weil das so quer ist. Buße heißt Umkehr, Herzensumkehr. Zu sagen, Herr, ich habe was falsch gemacht, ich brauche ein neues Leben. Hilf mir, komm zu mir, vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Ja? Nimm mich an. Das ist das Evangelium, ganz einfach. Und das will der moderne Mensch nicht. Ja, das ist ihm unangenehm. Und deswegen sage ich, gut, weil das so quer und so undiplomatisch eigentlich kommt und so direkt. Ja? Wenn ein Mensch aber durch diese enge Pforte des eigenen Sündenbekenntnisses gegangen ist, weil er dieses Gesetz gehört hat,
das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt und scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, weil dieses Wort ihn getroffen hat und weil er bekennt und sagt, Herr, das Wort ist wahr. Ich bin schuldig geworden, ich brauche Vergebung. Wer durch diese enge Tür gegangen ist, der findet eine große Weite im Glauben. Unerwartet weit. Denn der ist eine Zeit lang unter diesem Gesetz gewesen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Ich war vor ein paar Monaten auf einer Konfirmation, im Frühjahr auf einer Konfirmation. Und die Konfirmanden haben die Teile aus der Bibel, die sie auswendig gelernt haben, haben die auswendig aufgesagt. Und einer der Jungs, der da vorne stand, der hat Teile aus den 10 Geboten vorgetragen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Aber seine Mutter saß da und sein Vater. Und die Mutter hatte gerade vor 2 Wochen die Familie verlassen und die 2 Jungs zu Hause zurückgelassen. Dieses Wort hat wie ein Hammer in die Gemeinde reingeschlagen. Das stand wie gemeißelt war das. Das hat so Gewicht gehabt, weil es auch so, es wurde so ganz, ganz arglos von dem Konfirmanden vorgetragen. Ja? Aber wie der das gesagt hat, du sollst dich stehlen, du sollst dich lügen, du sollst dich Ehe brechen. Das stand plötzlich dann, es war ganz still da in der Gemeinde. Ja? Das Wort Gottes, dieses Gesetz ist kräftig, das ist scharf, das ist ein Schwert, das dringt durch, das trifft uns. Und das soll es ja auch. Ja? Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist gerecht und gut. Warum? Weil das Gottes Wille ist. Ja? Mehr noch, und ich rede vom Gesetz des Sinai jetzt, ja? Das Gesetz vom Sinai, das ist Gottes Wesen in Buchstaben geschrieben. Gottes Wille und Wesen in Tora-Rollen aufgeschrieben. Frage, was ist denn Gottes Wesen? Was ist Gottes vorrangiges Wesen? Das haben wir eben gesungen. Gott ist die Liebe, oder? Was anderes könnte dann das Gesetz erfüllen als die Liebe? Ja? Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, sagt Paulus. Warum? Weil das Gesetz Gottes Wesen ist, ausgedrückt in Buchstaben. Und wer nach diesem Gesetz lebt und tut, ja, Gott sagt ja auch, wer das tut, wird leben. Wenn das Gesetz aber Gottes Wesen ist und Gottes Wesen Liebe ist, dann kann nur die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es geht gar nicht anders. Experiment, ja? Wer den Nächsten liebt, wird nicht lügen. Ja? Wer wird ihn nicht belügen? Wer den Nächsten liebt, wird ihm nichts leiden. Er wird ihm gönnen. Wer den Nächsten liebt, wird er die Ehe brechen. Versteht ihr? Die ganzen 10 Gebote, die sind in der Liebe, in diesem Liebhaben sind die mit drin. Und ich sage es jetzt ein bisschen verkürzt. Was Gott von uns möchte, ist nicht die perfektionistische Befolgung von einer Ansammlung von Geboten, was auch immer das sein mag, sondern er möchte von uns, dass wir normale, sympathische Leute sind. Das ist falsch ausgedrückt, wie ich es jetzt gesagt habe, aber ich möchte es gerne kurz sagen. Ja? Der möchte gerne, dass wir Menschen sind, dass wir echte, dass wir nette Leute, freundliche Leute sind. Keine Schwächlinge. Niemand, der jedem immer alles grad schwätzt. Wir können auch ganz geradeaus gehen und können sagen, wir weichen ja nicht rechts und nicht links und wir gehen auch keinen Schritt zurück. Das dürfen wir auch. Aber es geht nicht um die kaltherzige, perfektionistische Einhaltung eines Regelwerks. Luther hat gesagt, die Christen machen aus Jesus wieder einen Mose. Wir sind befreit vom Gesetz, weil wir an Jesus gebundene sind. Wir sind an ihn gebunden. Das ist aber schön, weil Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist eine Persönlichkeit, er war ja während seiner Lebzeiten schon eine Persönlichkeit. Jesus war ein König. Jesus war ein Mann. Der hat so eine Ausstrahlung gehabt, selbst als er die Dornenkrone aufhatte, dass der Pilatus Angst gehabt hat vor dem. Pilatus war ein Monster. Der hat gezittert. Jesus war ein König. Wenn er einen Raum betreten hat, dann hat er den Raum ausgefüllt. Das war nicht irgendwer. Ja? Und wenn der mit den Zöllnern und mit den Zimmerleuten mittags gegessen hat, dann haben die Hände Jesu gesehen. Dann haben die gesehen, das ist einer von uns.
Der ist ein Schaffer. Der ist kein Schwätzer. Das war, wisst ihr, das war ein Mann, das war Jesus. Das ist, ich sage das immer gerne, ich freue mich da immer drüber, das ist mein Herr. Ja. Und der Hebräerbrief sagt, wir haben so einen hohen Priester. Ja. Wir haben, wann ist denn der Hebräerbrief geschrieben worden? 68 nach Christus, ja. Stand da der Tempel in Jerusalem noch? So ganz knapp noch, ne? 70 nach Christus ist er zerstört worden. Wisst ihr, was die Juden gesagt haben, wenn das hier vorgelesen wurde? Das Ketzerei. Das Ketzerei. Jesus ist nicht der hohe Priester. Jesus ist gestorben und die Jünger haben ihn gestohlen. Das sagen doch auch alle in Jerusalem. In Klammern, wir haben ja extra den Wächtern Geld gegeben. Viel Geld. Nicht nur Geld, viel Geld. Ihr wisst doch, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dass Jesus auferstanden ist. Die Wahrheit ist doch die, dass die Jünger ihn gestohlen haben. Das wisst ihr doch. Das, was hier gepredigt wurde und was hier drin steht, das war Ketzerei und das war des Todes würdig. Das ganze Evangelium, so wie Gott uns das gegeben hat, das durfte noch nie in dieser Welt gepredigt werden. Das war immer schon verboten. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war immer schon unangenehm für die Welt und das war nie gewollt. Entweder haben es die Juden bekämpft oder die Katholiken oder die Evangelischen, wer auch immer da gewesen ist. Und das wahre Evangelium in seiner ganzen Unerbittlichkeit und in seiner ganzen Schönheit und in seiner ganzen Würde hat immer irgendwo angeeckt und wirkt wie ein Sieb und siebt die aus, die nach der Wahrheit suchen und die Wahrheit wollen. Ja? Und der Rest bleibt im Sieb. Mich hat jemand gefragt, warum bist du Christ? Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe das geprüft, ist alles wahr. Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir glauben an eine Tatsache. Wir glauben an Fakten. Der Glaube ist nicht Emotion. Der Glaube ist das Überzeugtsein von der Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi, die schon im Alten Testament angekündigt wurde. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja? Wir wären ja Lügner, wenn wir nicht glauben würden, was wahr ist. Also wir lesen die Bibel, wir prüfen die Bibel, wir glauben beileibe nicht alles. Jemand anders habe ich gesagt im Geschäftsleben, ich bin Christ, ich glaube nicht alles. Ja? Ich glaube lang nicht alles und ich hoffe, ihr glaubt auch nicht alles. Die Bibel sagt das sogar, ja? Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft alles und das Gute behaltet. Hat die Bibel, die zum Glauben auffordert, die sagt, glaubt nicht alles? Ist das nicht super? Ich finde das super fair. Ich finde das lebensklug. Ja? Wir kommen nicht in eine intellektuelle Engführung, wenn wir die Bibel lesen. Wir können die Bibel nicht überschätzen. Die Bibel ist meiner festen Überzeugung nach, und das wächst von Jahr zu Jahr, noch viel wahrer, als wir uns das im Entferntesten vorstellen. Und in einer Welt, die in einer so verwirrenden Lügerei lebt wie heute, ist die Bibel das letzte Licht der Wahrheit, was uns bleibt. Aber das bleibt. Alles andere, es wird immer verworrener. Und man weiß ja nie, wo kommt denn die Quelle her, wo kommt die Information her, warum, wer hat das geschrieben, wer wird von wem bezahlt, ist das wahr oder nicht wahr, hat es denn einer ausgedacht und wer führt uns dahin, ist diese Sache richtig oder jene Sache und versteht er, die Menschen werden zum Schluss ganz verwirrt und ratlos, was sie noch tun sollen. Und ich sage das auch so frontal, Entschuldigung, ihr und auch ich, wir haben dieses Wort. Und ihr habt das große Glück und Vorrecht, über Jahre und Jahrzehnte mit diesem Wort vertraut zu sein. Ihr kennt das. Das wird euch jetzt Licht auf eurem Weg, Stab, an dem ihr geht. Das ist das Wort, was wir bewahren. Und der Herr Jesus sagt, weil ihr mein Wort bewahrt habt, will ich dich auch bewahren. Das haben die Weltleute nicht. Es gibt viele investigative Journalisten, die fangen langsam an und zitieren den Epheserbrief. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Mächte unter dem Himmel und diese Dinge. Weil die merken, wie finster die Welt wird und die erschrecken sich und die erinnern sich an ihre Konfirmationsbibel, die sie jahrzehntelang vernachlässigt haben und holen die plötzlich wieder raus und lesen da drin und zitieren das öffentlich.
wo ich das nie erwartet hätte von. Aber wenn die Evangelisten anfangen zu managen, dann müssen die Manager evangelisieren, da steht die ganze Welt Kopf. Und ich finde das so wertvoll und so schön, dass dieses Wort Gottes uns bleibt. Und ich vertiefe mich da gerne rein. Ich mache da ein bisschen Urlaub, Seelenurlaub, Geistesurlaub, damit ich dann Montagmorgen wieder Kraft habe, wenn Dinge auf uns zukommen und wenn Dinge auf euch zukommen. Ja? Und das ist ein großes Vorrecht, dass wir dieses Wort Gottes haben. Das ist lebendig, das ist nicht langweilig, das ist nicht tot, das ist ein lebendiges Wort. Jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen zum Text zurückkommen. Ja? Also dieser hohe Priester, sagt der Hebräerbrief, wir haben einen hohen Priester. Und er schreibt das zu einer Zeit, als der hohe Priester in Jerusalem ja noch war, der Tempel noch stand. Und die Juden haben gesagt, hier ist der Tempel in Jerusalem. Hier sind die Opfer, hier sind die Hohenpriester. Ihr könnt sie anschauen, ihr könnt kommen, könnt gucken, hier sind sie doch. Aber der Hebräerbriefschreiber, man weiß ja nicht genau, ob es der Paulus war oder jemand anders, der sagt, wir haben einen anderen großen hohen Priester. Im Amerikanischen heißt es, oder im Englischen heißt das Great Priest. Im Deutschen heißt das hoher Priester. Aber im Amerikanischen sagen die, und so ist es auch im Hebräischen, das ist der Großpriester sozusagen. Im Hebräischen, wenn man das übersetzen würde. Und hier steht dann eigentlich doppelt, wir haben einen großen Großpriester. Wir haben einen großen Großpriester, Jesus, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist. Und an dem Bekenntnis halten wir auch. Und dann sagt der Hebräerbrief an anderer Stelle, könnt ihr auch mit aufschlagen, wenn ihr wollt, damit ihr seht, dass ich euch da nichts Falsches sage. Hebräer 7, Vers 12, da steht, wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Wo das Priestertum verändert wird, muss das Gesetz verändert werden. Da muss das Opfer verändert werden. Da muss der Tempel verändert werden. Da muss das Volk Gottes verändert werden. Das ist alles neu geworden in Christus. Das Opfer wurde verändert vom aaronitisch-levitischen Opferdienst zum Opferdienst Jesu Christi auf Golgatha. Der Priester, der hohe Priester wurde verändert von einem Priester, mit dem man aus Menschen nahm, nämlich aus dem aaronitisch-levitischen Priestergeschlecht, hin zu einem Priester nach der Weise Melchisedeks. Der Tempel wurde verändert von einem Gebäude aus Holz und Stein in ein geistliches Haus der Gemeinde Jesu weltweit. Wir waren in Rumänien, meine Frau und ich, und wir haben dort jemand besucht, einen Deutsch-Rumänen, den wir schon länger kennen. Meine Frau hat immer so Hilfsgüter transportiert in den Osten. Auch bevor der eiserne Vorhang gefallen ist, haben die so mit gefakten Wohnwagen, die Wohnwagen haben so Doppelböden gehabt, ja, und da haben die Bibeln drin versteckt. Nach der Öffnung hat die Mafia angeklopft und wollte die Wohnwagen kaufen, ein Stück für 70.000 Mark, weil die da andere Sachen mitschmuggeln wollten. Ja, die waren bewährte Wohnwagen, haben sie aber nicht verkauft. Und zu der Zeit hat meine Frau dort eine Familie kennengelernt in Rumänien, die haben wir oft besucht. Und mit denen haben wir auch immer noch auch Kontakt. Und die sind auch in so einer Situation dort im Osten, wo sie sich freuen über dieses ewige Priestertum und dass sie auch im Kommunismus an diesem Jesus Christus festgehalten haben und festhalten konnten. Und manchmal sage ich zu ihm, wir haben jetzt Hilfsgüter nach Rumänien geschickt, aber vielleicht schickt ihr uns auch bald Hilfsgüter nach Deutschland. Vielleicht dreht sich das irgendwann wieder um. Ja? Vielleicht braucht ihr auch mal Wohnwagen, ja, mit denen ihr dann über die Westgrenze dann fahren müsst. Aber dieses Evangelium ist ein weltweites Evangelium geworden. Und mit diesem Bruder Johann bin ich gefahren, hatte eine LKW-Tour nach Bukarest und wir haben dann den LKW dort, haben am Zoll sehr, sehr lange gestanden und sind in Bukarest zu spät angekommen. Dann haben die Tore aber irgendwann dann doch geöffnet, weil wir so lange geklingelt haben und dann sind wir in so eine Sitzung reingeplatzt, wo der Europachef dort war mit dem Niederlassungsleiter und dann kam dann der Niederlassungsleiter raus, weil der Lagerarbeiter hat dann so lange an der Tür geklopft, dann kam der raus, dann sah er den Johann. Der Johann ist ein dunkelhäutiger Typ mit dunklen Haaren, etwas untersetzt und nicht so vertrauenswürdig, so und meine Wenigkeit. Und wir stehen da vor der Tür und der Chef kommt raus und dem standen die Augen so einen halben Zentimeter aus den Augenhöhlen raus und die Halsschlagadern waren und alles. Was wollt ihr? Warum stört ihr mich? Ja, und der Johann ist klug, ja. Und er sagt, naja, mein Freund aus Deutschland und ich, wir wollen gerne abladen. Da wusste ich, wie aus Deutschland. Bin aber direkt schon mal ein bisschen, wie aus Deutschland, wer ist denn das? Und dann, wir durften dann abladen. Lange Geschichte kurz gemacht. Der sagt zu mir irgendwann, was machen Sie denn aus Deutschland hier mit einem LKW-Fahrer?
Weil ich habe dem damals eine Visitenkarte gegeben von meinem Arbeitgeber. Und dann fragt er mich danach. Und dann sage ich zu ihm, ja, wissen Sie, mal unter uns, wir gehören beide einer weltumspannenden Organisation an. Ah ja, sagt er, ja. Und da war dann gut, mehr habe ich nicht gesagt. Das Evangelium, die Christen, das ist eine weltumspannende Organisation, da gehören wir zu. Ja, das Evangelium hat sich in die ganze Welt ausgebreitet. Wir haben so lachen müssen auf dem Heimweg auch. Und es ist so schön, das Evangelium ist in Russland dasselbe wie in Frankreich und in Amerika dasselbe wie in Grönland und geht über alle, und in Japan, ja, das geht über alle kulturellen Grenzen hinweg und hat sich überall hin ausgebreitet. Wir haben, und es ist gut, wir halten daran fest, wir haben einen Hohenpriester, wir haben ein Opfer, wir haben einen Tempel, wir haben Reinigung, wir haben alles das, was die Juden, Entschuldigung, bis heute nicht haben. Wenn sich aber das Priestertum geändert hat, dann muss ich auch das Gesetz ändern. Aber wie sieht das Gesetz denn dann aus, wenn es nicht das mosaische Gesetz ist? Man sagt, das mosaische Gesetz hat 613 Gebote. Das ist eine Zahl aus dem Talmud, die ist nicht aus der Bibel. Wenn man das Wort für Gesetz, für Tora überträgt in Zahlen, dann kommt man auf 601. Und dazu kommen noch die 10 Gebote, dann sind wir bei 611. Und dann kommen noch 2 Liebesgebote dazu, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Da sind wir bei 613. Deswegen sagen die Juden, dass das Gesetz 613 Gebote hätte. Ja, es kommt nicht aus der Bibel, es kommt aus dem Talmud, muss man wissen. Ja, ist jüdisch. Ich habe die auch mal gelesen, manche sind doppelt. Dann habe ich angeschrieben dort bei chabad.org und habe gesagt, habt ihr schon mal eure Auflistung gelesen da von den 613 Geboten im Internet? Da sind ein paar doppelt. Dann haben die zurückgeschrieben, oh, das ist uns gar nicht aufgefallen, können Sie uns denn vielleicht mitteilen, welche doppelt sind? Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ihr wollt doch sicher jetzt nicht, dass ein unbeschnittener Heide euch sagt, wo euer Gesetz falsch aufgeschrieben ist. Das wollt ihr sicher nicht haben. Ja. Ich habe dann auch nichts mehr gehört und Sie haben es sicher auch eingesehen. Aber nur um das zu sagen, oftmals wird das gesagt, 613 Gebote ist eine Talmudzahl. Ja. Ob es mehr oder weniger sind, weiß ich nicht. Aber so vielleicht so in der Größenordnung. Und die Juden geben heute zu, dass sie höchstens 20%, vielleicht 30% vom Gesetz halten können. Weil sie die ganzen Opfervorschriften nicht einhalten können. Das Gesetz hat angeblich 365 Verbote für jeden Tag des Jahres und 248 Gebote, weil der Mensch angeblich 248 Knochen hat. Das weißt du besser wie ich, aber das ist wahrscheinlich auch falsch, ich weiß nicht. Aber das Jahr hat ungefähr 365 Tage. Das ist aber jüdisch, ist jüdisches Denken, Talmud, ja. Wenn aber dieses Gesetz nicht mehr einzuhalten ist, weil ja kein Tempel da ist, weil keine Opfervorschriften mehr eingehalten werden können und viele, viele andere Dinge sowieso nicht einhaltbar sind, koscheres Essen zum Beispiel. Wonach orientieren wir Christen uns denn? Wie leben wir Christen denn? Was ist denn unsere Marschrichtung? Was ist denn unser Maßstab? Und dieser Maßstab, den formuliert Paulus, und wenn man das mal hört, ich muss gestehen, ich habe das noch vom Gesetz des Geistes noch nie eine Predigt gehört. Und ich bin schon einige Jahre gläubig und ich habe mich auch im Internet immer wieder sehr informiert und ich habe auch viel gelesen dazu, aber ich habe da noch nie eine Predigt drüber gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass die alten Reformatoren da vielleicht mal was drüber gemacht haben, aber irgendwie ist das irgendwie verloren gegangen. Ich möchte euch da auch gerne eine Bibelstelle auch zeigen, und zwar in Römer 8, Vers 2 schreibt Paulus davon. Da liest man so schnell drüber weg, weil man das nicht unbedingt in Verbindung miteinander bringt. Der Paulus, der schreibt, Römer 8, ich lese mal von Vers 1, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du redest wieder diese Stätte und wieder das Gesetz, Paulus. Du kannst doch nicht das Gesetz vom Sinai als Gesetz der Sünde und des Todes bezeichnen. Und was meinst du überhaupt, du Halbrömer, Halbgrieche, Halbgoyim, mit der Aussage Gesetz des Geistes? Was soll das denn bitte schön sein, das Gesetz des Geistes? Paulus sagt, das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Warum denn Sünde und Tod? Weil er das Gesetz ja tun wollte. Er hat ja versucht, sich nicht begehren zu lassen, Römer 7.
Ja, aber ich habe es nicht geschafft, sagt er, ich habe ein anderes Gesetz gefunden in meinen Gliedern, was dem widerstreitet im Gesetz Gottes. Ja, nimmt mich gefangen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Todesleib? Ich danke aber Jesus Christus, durch den ich mitgestorben bin und auferstanden bin, sodass ich nicht mehr dem alten mosaischen Gesetz diene, das nur auf Erden gilt, sondern Christus diene und ihn darstelle und mich über seine Liebe freue und in der Gnade lebe und bin frei geworden. So frei, dass der Paulus sogar mit den Heiden essen konnte und ist dem Griechen ein Grieche geworden und den Juden ein Jude, damit er sie gewinnt für Christus. So frei war der, so frei war der. Kein Apostel hat sich vom Judentum so weit entfernt wie der Paulus. Und sich so sehr Jesus genähert und verstanden, was das heißt, das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes ist ganz einfach. Was Jesus tut, das tun wir auch. Was Jesus nicht von uns tut, tun wir nicht. Was der Vater im Himmel von uns nicht will, das tun wir nicht. Ja? Paulus fasst das zusammen und sagt, was nicht aus Glaube geht, ist Sünde. Aha. Warum sagt der Paulus denn nicht, was den 10 Geboten widerspricht, ist Sünde? Warum sagt Paulus nicht, was dem Tanach und der Tora widerspricht, ist Sünde? Sagt er nirgendwo. Was sagt er? Er sagt, was dem Glauben widerspricht, ist Sünde. Ist der Glaube unser Maßstab? Ja, der Glaube an Jesus ist unser Maßstab. Wir sind frei. So frei, dass wir sogar am Sabbat arbeiten dürften. Am Samstag jetzt oder am Sonntag? Was ist ein Sabbat jetzt im Christentum? Jetzt im Judentum ist ja der Samstag der Sabbat. In Israel gibt es 3 Feiertage, Freitag für die Muslime, Samstag für die Juden, Sonntag für die Christen. Ja? Die Christen haben den Sonntag zum Sabbat gemacht. Wisst ihr, was unser Sabbat ist? Christus ist unser Sabbat. Denn wir gehen ja in seine Ruhe ein und ruhen von unseren Werken wie Gott von seinen am 7. Tag. Ja? Wir ruhen von der Anstrengung im Glauben, im guten Wollen auch, gerecht und gut zu leben. Paulus hat gesagt, dass er gelesen hat im Gesetz, lass dich nicht gelüsten. Und er sieht, wie er sich halt gelüsten lässt, wie er neidisch ist, wie er Dinge mit seinen Augen sieht, die er gerne haben will. Und er fällt immer wieder da rein, ja, weil das menschlich ist. Und daran scheitert er. Und nicht nur daran, sondern auch an den anderen Gesetzen. Und das Gesetz bereitet ihm, das Gesetz, das heilig, gerecht und gut ist, bereitet ihm den Tod durch die Sünde. Deswegen nennt er das Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Gesetz des Geistes hat ihn freigemacht davon. Weil Jesus für ihn gestorben ist. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was ist da passiert? Frage. Das ist auch eine Frage, die habe ich auch noch nie gehört. Es gibt ja unter den Christen gibt es auch Gesetzesleute. Es gibt Gesetzesleute nicht nur unter den Juden, sondern auch unter den Christen. Ein alter russlanddeutscher Pfarrer, der hat gesagt, oder Pastor, der hat gesagt, der Pharisäer ist noch nicht ausgestorben. Ja? Unter den Christen gibt es auch Gesetzesleute. Und das ist ein großer Jammer für das Volk Gottes. Großer Jammer. Ja? Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Ja? Ich bin den Juden ein Jude geworden und den Griechen ein Griechen, auf das ich viele von ihnen gewinne. Wiewohl ich nicht ohne Gesetz bin, sondern ich bin in dem Gesetz Christi. Er sagt, dadurch, dass ich vom Gesetz des Mose frei geworden bin, heißt nicht, dass ich gesetzlos geworden wäre oder dass ich in allen Sünden schwelgen wollte oder mir das Leben halt so einfach mache, wie es geht, ja? Sondern ich bin gebunden in dem Gesetz Christi. Wieso denn? Weil ich, sagt er, an Christus gebunden bin auf Gedeih und Verderb. Wenn Christus nicht gestorben und auferstanden ist, dann sind wir die elendesten Menschen in der ganzen Welt. Selbst wenn wir das Gesetz halten würden. Das Gesetz ist nur dazu da, dem Menschen zu zeigen, dass er Gottes Heiligkeit niemals erreichen kann. Das Gesetz ist unterteilt ja auch in den moralischen Teil. Ja, es gibt einen kultischen Teil, der betrifft die Opfer. Es gibt so einen sozialen Teil, der betrifft das menschliche Zusammenleben. Und es gibt einen ethisch-moralischen Anteil. Und dieser ethisch-moralische Anteil, der geht uns Menschen in der Tiefe an. Weil der nicht nur unser Tun betrifft, sondern unser Wesen uns im Innersten trifft. Weil das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und trennt Geist und Seele und Mark und Bein und trifft uns mitten in unserer Existenz dahinein. Von dem reden wir, von dem Schwert des Wortes, von dem reden wir. Frage,
Gilt das Gesetz für den alten oder für den neuen Menschen? Wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir einen alten Menschen und einen neuen Menschen. Einen inwendigen Menschen und einen auswendigen Menschen. Einen geistlichen Menschen und einen fleischlichen Menschen. Einen alten und einen neuen. Gilt das Gesetz für den alten Menschen oder für den neuen? Ich habe diese Frage noch nie gestellt gehört. Ich habe auch noch nie gehört, dass da mal jemand darauf geantwortet hätte. Ich habe aber gesetzliche Christen, die habe ich kennengelernt, die gesagt haben, ihr müsst A, B, C, D. Und ich habe auch Christen kennengelernt, die darunter kaputt gegangen sind. Die sind kaputt gegangen darunter. Wir sind wieder in die Welt zurückgegangen. Und weil die nicht mehr ausgehalten haben in der Gemeinde, sind sie in die Welt gegangen. Und dann hat die Gemeinde sie hinten nach noch ausgeschlossen. Und die sich dagegen ausgesprochen haben, die haben sie auch noch ausgeschlossen. Was sind das für hartherzige Leute? Ich habe einen Jugendfreund, ich habe gesagt, hör mal, sag ich mir, wir haben früher in allen Sünden gelebt. Jetzt sind wir Christen geworden oder sind wir Juristen geworden? Schreiben wir uns jetzt Briefe mit Abkürzungen? Bruder M aus S hat gesagt, dass Bruder K aus was weiß ich nicht noch. Ja? Ich habe so Briefe auch gekriegt. Im Herrn Jesus geliebter Achim haben die angefangen. Wisst ihr, was das auf Deutsch heißt? Pass auf, wenn ich dich erwische, heißt das auf Deutsch. Ist aber nur ein bisschen fromm übertragen. Im Herrn Jesus geliebter Achim. Das war keine echte Sympathie, das war im Herrn Jesus zwanghaft geliebt. So Briefe habe ich bekommen. Wisst ihr, was ich damit gemacht habe? Die habe ich weggeworfen. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe keine Zeit dafür. Wenn ihr streitet, weil er streitet euch, aber ich habe keine Zeit für so Zeugs. Ja? Weil es unwichtig ist. Ja? Es tut weh, aber es ist unwichtig. Aber zurück zur Frage, gilt das Gesetz für den alten oder für den neuen Menschen? Antwort, der alte Mensch, der stirbt. Warum? Weil er das Gesetz übertreten hat. Der neue Mensch, wenn das Gesetz zum neuen Menschen kommt, dann sagt das Gesetz, dieser neue Mensch, der ist nach Christus geschaffen. Ich habe an dem nichts auszusetzen. Das ist der neue Mensch. Das ist doch der Mensch, der in Christus geschaffen ist, der in dem ist. Ich habe da gar keinen Ansatzpunkt. Weil der neue Mensch, nicht aus unserem Verdienst, der ist uns geschenkt worden, der ist ja nach Christus geschaffen. Und Christus ist das Gesetzesende. Mehr noch, Christus ist der Herr des Gesetzes. Das heißt, der neue Mensch entspricht dem Gesetz. Warum? Weil er ist. Weil er in Christus ist, weil er aus Christus ist. Und der alte Mensch, ja, der macht uns immer noch, das kennt ihr aber auch, Mühe und Arbeit. Und da denkt man manchmal, mein lieber Mann, also danke, Herr Jesus, dass du gestorben bist für meine Sünden. Da ächzen wir drunter. Das hält uns aber auch ein bisschen auf den Boden. Dann heben wir nicht ab. Und eines Tages legen wir diesen alten Menschen ab. Das Gesetz des Mose gilt nur auf Erden. Warum? Weil es im Himmel gar nichts zu suchen hat. Weil im Himmel ist Gott und Christus und die Engel. Die ganze Welt wird nach diesem Gesetz des Mose gerichtet. Durch wen? Durch Jesus. Denn er ist der Richter der Welt. Gott hat ihm alles Gericht gegeben. Alle Menschen werden nach diesem Gesetz des Mose gerichtet. Ob sie glauben oder nicht, ob sie das wollen oder nicht, ob sie das leugnen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Diese Welt liegt unter dem Gerichtsurteil des Gesetzes Gottes vom Sinai. Danach wird sie gerichtet. Sogar die Menschen, die an, jetzt muss ich vorsichtig sein, sogar unser alter Mensch unterliegt diesem Gesetzesurteil Gottes und deswegen stirbt er. An der Sünde, die das Gesetz Gottes wie ein scharfes Schwert offenbar macht, ja, weil es durchdringt, ob die Welt das will oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das wird so sein. Und der Einzige, der diesem Gerichtsurteil des Gesetzes Gottes nicht mehr unterliegt, ist der neue Mensch in Christus. Warum? Weil der perfekt ist. Aus Gottes Gnade, nicht aus unserem Verdienst. Ja? Und weil dieser neue Mensch in Christus dem Gesetz nicht unterliegt, deswegen lebt er ewig. Das ist die neue Kreatur, das ist eine neue Schöpfung. Deswegen ist unser Bürgerrecht im Himmel. Deswegen sind wir mit Christus dem Gesetz gestorben und mit Christus auferstanden und leben mit ihm ewig. Deswegen wird unser alter Mensch sterben und wieder zur Erde werden, aber der neue Mensch wird leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wiedergeboren sind, weil wer nicht wiedergeboren ist, kann nicht ins Reich Gottes kommen. So ist unsere Stellung zum Gesetz. Und weil der neue Mensch an Christus festhält, ist Christus unser Gesetz. Es ist ein lebendiges Gesetz. Es ist der lebendige, auferstandene Herr. Den finden wir im Wort Gottes. Und sind frei gemacht vom Gesetz des Mose, müssen nicht jedes Wochenende nach Jerusalem pilgern und dort opfern.
Ich habe einen Geschäftskontakt, der fliegt jedes Wochenende von Luxemburg oder New York, je nachdem, wo er gerade ist, oder vom Sheraton in Frankfurt, fliegt er jedes Wochenende nach Jerusalem, weil er da an die Western Wall, da an die Tempelmauer geht und da anbetet. Macht er jedes Wochenende. Kann er sich erlauben. Aber ein ärmerer Jude kann sich das nicht erlauben, dann übertritt er ständig das Gesetz. Wo das Priestertum sich geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Merkt ihr das? Wir haben ein neues Gesetz, was uns frei macht in der Bindung an Jesus. Deswegen sind wir freie Leute. Das wollte ich euch zeigen. Wenn man diese Spur mal aufgenommen hat, dann merkt man, dass wir nicht etwas tun sollen, sondern dass wir etwas sein müssen. Ja, wiedergeboren. Denn wer etwas ist, ja, der tut auch was. Warum? Ja, weil das ist. Wenn jemand etwas nicht ist und etwas tut, dann heuchelt er ja. Wir sollen nicht das Gesetz tun, sondern weil wir im Sabbat Christi leben und zur Ruhe gekommen sind, dürfen wir etwas sein aus Gnade. Und weil wir etwas sind, deswegen tun wir auch. Ich habe Christen getroffen, die haben dieses Wesen angenommen. Das ist so erfrischend, wenn man solche Leute trifft. Das ist Erfrischung. Die sind so normal. Ja, die leben nicht unter so einem künstlichen Zwang, der sie nur kaputt macht. Die sind trotzdem, die fasten auch. Ja? Die fasten halt im Internet von Schmuddelsachen, da fasten die. Das ist auch eine Art von Fasten. Ja? Die fasten jetzt nicht in Bezug auf Speise, sondern die fasten damit, dass sie ihre Seelen und ihren Geist nicht mit Dingen füllen, der nichts taucht. Das ist auch eine Form von Fasten, oder? Ja? Aber das sind Menschen, die sind frei, sind natürlich und sind trotzdem klar in ihrer Aussage. So Leute suche ich. Die sind der Gemeinde Jesu gut. Und so Leute sollen wir werden. Ja? Wir sind gegründet, wir glauben an die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit im Wort Gottes gefunden. Wir haben Jesus als hohen Priester. Wir haben ein Opfer. Wir haben Reinigung von unseren Sünden. Wir haben ein Zuhause. Wir dürfen zusammen den Tempel Gottes bilden. Und wir sind gebunden an unseren Herrn. Irgendwann werden wir Jesus sehen. Da freue ich mich schon drauf. Also, ja, ich würde gerne den Mann Jesus sehen. Ja, wie der war, wie der ist. Ja? Die Nähe zu ihm, jetzt gerade noch, wo er auferstanden ist, muss noch beeindruckender sein, als sie zu seinen Lebzeiten gewesen ist, wenn man das überhaupt miteinander vergleichen will. Den Mann Jesus möchte ich gerne sehen. Da habe ich ein bisschen Heimweh nach. Ja? Und Glaube sind so diese 3H, Hunger, Heimweh, Heiligung. Ja? Ich lese euch zum Schluss noch ein paar kurze Verse vor, wo der Paulus vom Gesetz des Geistes schreibt, dass er vielleicht noch so ein bisschen hört und dann kommen wir auch zum Schluss, oder? Eine Stelle habe ich euch schon gelesen, Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dann ist ein ganz interessanter und wichtiger Vers, vielleicht könnt ihr euch das auch notieren oder im Kopf behalten und vielleicht mal auch in Ruhe nochmal nachlesen. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Das Gesetz Christi, was sind das, fragt der Jude. Christus, das war ein Blender, die haben ganz böse Worte für Jesus. Aber im Galaterbrief, gerade im Galaterbrief schreibt Paulus das und sagt, er sagt nicht, haltet die 10 Gebote, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sondern er sagt, einer trage des anderen Last. Warum? Weil Jesus unsere Last getragen hat. Ja? Und weil wir Christus darstellen sollen, sollen wir auch der anderen Last tragen. Versteht ihr das? Das ist eins. Das gehört zusammen. Und das Gesetz Christi ist das, was er getan hat für uns, das tun wir wieder für andere. Und da entsteht eine ganz feine, harmonische Art. Und so ist Gott, was für ein Glück, dass wir keinen Allah als Gott haben. Dass Gott so ist, überlegt das mal, überlegt mal, Gott wäre anders. Überlegt mal, Gott wäre egoistisch und missgünstig und verschlagen und ein Listenschmied, wie im Koran steht. Und dann so eine verrückte Welt auch noch, da gäbe es ja überhaupt keine Hoffnung. Jetzt ist aber Gott ganz anders, jetzt trägt Gott die Last der anderen. Gott schenkt uns seinen Sohn, Gott vergibt uns, Gott ist uns gut, Gott will uns gut. Ist unser Freund, unser Vater, liebevolle Worte. Ja? Was für ein Glück. Was für ein Glück. Da könnte man ja geradezu heilfroh werden. Ja? Okay, also das Gesetz Christi ist einer trage des anderen Last. Nirgendwo im Neuen Testament steht,
dass wir die Gesetze des Mose erfüllen sollten. Und ich werde im Internet oft angeschrieben, wo Leute sagen, ja, aber Jesus sagt, aber wer mich lieb hat, der tut meine Worte, ja? Ja, sag ich, genau. Du musst auch genau lesen. Jesus sagt ja, wer mich lieb hat, der hält mein Wort. Und nicht, wer mich lieb hat, der hält das Gesetz des Mose. Was sind denn seine Worte? Naja, die in der Bergpredigt. Nirgendwo im Neuen Testament steht das. Im Gegenteil, Paulus und auch die ganzen anderen Apostel, die schreiben immer wieder davon, dass das Tragen der Lasten und das gegenseitige Liebhaben, das ist das Gesetz Christi, das ist das Gesetz des Geistes. Ja? Galater 5, 24, ein ganz wichtiger Vers für mich. Er schreibt, welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das hört sich erstmal sehr martialisch an. Aber versteht das mal vor dem Hintergrund von Golgatha. Versteht das mal mit dem Gedanken, dass wir eins sind mit Christus. Christus hat sein Fleisch kreuzigen lassen auf Golgatha. Wir sollen unser Fleisch kreuzigen, mitsamt den Lüsten und Begierden. Warum? Weil unser Herr das getan hat. Und weil wir mit ihm eins sind. Das, was er getan hat, das tun wir. Wir sind keine Leute, die in allen Sünden schwelgen wollen. Das wird uns auch oft vorgeworfen, ja, weil ich sage, wir müssen das Gesetz nicht mehr halten. Dann sagen mir alle, ja, du meinst wohl, du könntest in allen Sünden weiterleben. Sag ich, das habe ich doch nie gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir in der Sünde leben sollen, sondern wir leben im Gesetz Christi. Das verstehen die gesetzlichen Lehrer aber nicht. Auch im Christentum verstehen die das nicht. Warum? Weil die immer etwas tun wollen. Und dann ist noch ein Schlagwort, das möchte ich euch gerne mitgeben noch. Es gibt die Stellung und den Wandel, dazwischen unterscheidet die Bibel. Ja? Stellung in Christus, ohne überhaupt irgendetwas zu tun. Die Stellung, das Sein in Christus und der Wandel, die Lebensführung, wie wir unser Leben, wie wir entscheiden, welchen Job wir machen, ob wir Leute über den Zebrastreifen lassen oder nicht. Ja? Und ihr wisst das, ja? Da haben wir Freiheit, das entscheiden wir, wie wir uns, ob wir nett mit unserem Nachbar sind oder ständig Streit machen mit unseren Arbeitskollegen. Ja? Das ist Wandel. Und Stellung und Wandel, das unterscheidet die Bibel. Unsere Stellung ist in Christus und unser Wandel soll dementsprechend sein. Das sagt Paulus auch hier vorne nochmal in diesem Vers. So wir im Geist leben, Stellung, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wandeln. Das heißt, er macht unsere Lebensführung, unser Tun, unsere Entscheidung abhängig von dem, was wir in Christus sind. Dieses Thema ist groß, das hat die Reformation sehr bewegt. Wir müssten da eigentlich ganz viel Zeit haben, weil das ist, als ob man durch einen Blumengarten geht und überall neue Knospen und neue Blüten sind, die verströmen ihren Duft und die haben unterschiedliche Farben. Das ist ganz, ganz herrliche Sache. Ganz viele Dinge leiten sich davon ab und die machen einen froh im Glauben. Da wird biblische Lehre, da geht man fröhlich raus aus dem Gottesdienst. Ja? Der Mensch, und speziell der Mensch unter dem Gesetz, der will etwas tun, um etwas zu sein. Ja? Nämlich gerecht vor Gott. Wir sind etwas, nämlich gerecht vor Gott, und deswegen tun wir etwas. Das ist genau andersrum. Ja? Wir sind angekommen. Es ist alles gut geworden. Unsere Sünde ist, wir sind da. Ja? Und das wartet einfach nur, dass es offenbar wird. Und deswegen schreibt Paulus auch, unser Gesetz ist eigentlich genauso, wie Christus gelebt hat. Welche Christus Angehörigen gehören, die machen dasselbe, wie was Christus gemacht hat. Die tragen des anderen Last und die kreuzigen ihren Leib mitsamt den Lüsten und Begierden. Da geht es nicht um irgendwelche martialischen Dinge. Das ist eine geistliche Parallele, die Paulus da zieht. Ja? Noch eine Stelle, Philipper 2, Vers 5, dann schließen wir ab. Nur, dass ihr das ein bisschen schmeckt, wie oft es in der Bibel eigentlich beschrieben wird. Und es ist so schade, dass da so wenig drüber gesprochen wird. Da sagt der Paulus ganz schlicht, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das ist das Gesetz, unser neutestamentliches Gesetz. Ja? Nicht ein jeglicher sei gesinnt, wie Mose in den Gesetzen geschrieben hat. Sondern ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nochmal, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber es gilt nur auf Erden. Weil wir aber dem Gesetz gestorben sind, weil Paulus uns als neuen Menschen sieht, deswegen sind wir vom Gesetz frei. Wir sind aber nicht ohne Gesetz, sondern wir sind im Gesetz Christi.
was aber eigentlich kein Gesetz ist in dem zwängenden, engen, einschränkenden Maße, sondern das ist fast ein Widerspruch in sich. Denn das Gesetz Christi ist nicht etwas, was uns einschränken würde, sondern was uns fröhlich macht, weil wir daraus sind. Ja, wir sind aus dem Wesen Gottes. Und wenn wir das Gesetz Christi befolgen und dem nachleben, dann werden wir so ganz nebenbei auch die 10 Gebote einhalten. Wir werden da nicht lügen, wir werden nicht betrügen, wir werden keine anderen Götter neben Gott haben, ja, wir werden nicht begehren, ja, der neue Mensch. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Und dann kämpfen wir gegen die Sünde in unserem Leib und lassen die nicht zu. Und wo wir fallen, bitten wir um Vergebung und haben Vergebung. Und freuen uns auf die Zeit, wo wir irgendwann beim Herrn sein werden und wo das alles abgefallen ist. Ja? Und wo wir frei sind, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Ich freue mich auf die Leute im Himmel. Stellt euch mal vor, jetzt sind alles Gleichgesinnte. Alles gleich, die denken alle gleich, die glauben alle gleich, die haben das gleiche Leben, die haben den gleichen Herrn. Das ist eins, das ist homogen. Das ist die absolute Erfüllung, die Wonne in der Nähe Christi, das Himmel. Und ab und zu merkt man dann auch, wenn man auf der Erde Glaubensgeschwister trifft, dann schmeckt man so ein bisschen diesen Sternenstaub. Weißt du, wie soll man denn das sagen, ja? Dann hat man so ein bisschen Vorgeschmack da drauf. Und das ist so eine erfrischende Sache, wenn man solche Leute trifft, ja, die in der Wahrheit sind. Das heißt, wir haben einen hohen Priester. Wir haben ein Opfer. Wir sind nicht ohne Gesetz, aber wir sind Freigemachte. Unsere Aufgabe ist nicht, das Gesetz zu halten, sondern unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen im Fleisch, damit die Welt noch ein bisschen vom Evangelium hört und vielleicht auch zum Glauben kommt. Wir sollen nicht etwas tun, sondern wir sollen etwas sein. Und wir sind Angekommene. Weil wir etwas sind, tun wir etwas. Alles das hat uns der ewige Priester Jesus Christus gebracht. Damit sind wir am Ende. Wir beten noch zusammen, ja? Steht ihr dazu auf? Das ist eine gute Sitte, ja? Gut. Herr Jesus, wir danken dir sehr, dass wir dein Wort so lesen dürfen und vor allem, dass wir dich so kennenlernen dürfen und dass wir so viele wertvolle Zurufe und Zusprüche aus deinem Wort haben. Danke, dass wir zum Leben gekommen sind, nicht nur das Dasein haben, sondern zum Leben gekommen sind. Dass wir zugeben müssen, dass dein Gesetz wahr ist und richtig ist in dem, was es über uns sagt. Und dass wir auch bekennen müssen, Herr, dass wir Sünder sind, nicht nur, weil wir Sünde getan haben, sondern weil unser Wesen danach strebt. Und trotzdem froh werden dürfen und glücklich sein dürfen, in der Vergebung, die du schenkst und die wir gerne annehmen und worüber wir uns freuen. Danke, dass du alles gut gemacht hast, dass du uns ein neues Leben schenkst, dass du uns Perspektive gibst, Hoffnung gibst, Ziel gibst, Ausgangs- und Endpunkt bist dieser ganzen Weltgeschichte und dass wir wissen, dass alles letzten Endes in deiner Hand steht und dass wir auch als deine Kinder in deiner Hand stehen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns weise machst und wach machst und uns bewusst machst der Aufgabe, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns damit adelst, dass du uns damit hineinnimmst. Wir bitten dich um deinen Segen für uns selbst, aber auch für unsere Familien, für unsere Kinder, für die Arbeit, wo wir auch nächste Woche wieder sind, dass du da mitgehst, dass du uns segnest, deine gute Hand auf uns legst und dass du auch Gelingen gibst für unsere Hände Werk. Danke, dass wir dich kennen dürfen und an dir gesund werden dürfen. Geh du auch mit uns noch in den Rest des Tages. Segne unsere Gemeinschaft und sei du weiterhin unter uns, so wie du auch zugesagt hast. Wir rühmen deinen Namen. Amen.